Willkommen zurück bei Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir befinden uns in Atlantis. Oder zumindest einem Labyrinth davor. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich falle nämlich wahrscheinlich gleich einem Wachmann in die Hände. Aber ich gucke erstmal hier so in die Räume. Was hier so alles drin ist. Nichts. So, sonst ist das auch nur Schrott. Gehen wir wieder zurück. Ich darf nur den Wachmännern nicht in die Hände fallen, dann bin ich Geschichte. Genau das meine ich. Erstmal in diesen Raum. Ah, jetzt ist er zum Glück woanders. Da war ich auch noch nicht drin. Gehe ich mal schnell da rein. Oh, was ist das denn? Ein Lavaraum oder so. Eieiei. Eindrucksvolle Pumpe, genau. Das dachte ich mir auch gerade. Was für ein archäologischer Fund. Das kannst du wohl sagen. Was kommt denn da rein? Das scheint etwas zu fehlen. Vielleicht das Bronzerad? Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. War das jetzt auch schon dafür? Hä? Okay. Benutze Bronzerad mit dem. Nee. Gut, das funktioniert. Nicht. Da fehlt hier, dieses Ding fehlt da. So ein. Also wir können hier irgendwas aus Lava gießen oder mit Lava voll machen. Vielleicht das hier. Sie ist nicht auf. Benutze das mit. Das klappt so nicht. Hier vielleicht der Wasser. Ach, ein wassergefüllter. Ich habe immer noch einen wassergefüllten Becher. Hä? Ich jetzt hier einmal kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ich gerade einen Anruf bekommen. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. So, jetzt habe ich hier den Tonkrug. Da ist immer noch Wasser drin, oder? Ein Tonkrug mit Wasser. Ich weiß nicht, der Schott dazu richtig ist, aber mir fehlt ja eh dieser Nuppi dafür, das Ventil sozusagen. Hier ist es zumindest nicht. Mal gucken. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da oben. Da ist auch noch ein Raum. Ach, der läuft ja außen rum. Das kann mir egal sein. So, hier sind wieder Krebschen. Ein Gitter, wo wir reinjuckeln. Ah, guck mal, eine Aalfigur. Die kennen wir doch schon irgendwoher, aber ich habe keine Perlen mehr. Sieht aus wie die Aalfigur in Island. Nimm. Zack, ein Sack. Sieht genau wie die Aalfigur in Island aus. Okay, was machen wir damit? Ich habe doch keine... Oh, Moment mal hier. Das ist ein Lichtstab. Kann ich die Peller wieder rausholen? Mist, okay. Okay, ich habe eine Aalfigur und ich werde sie benutzen.
der Wachmann. Ich muss noch mal kurz hier rein und dann gehe ich hier wieder raus. Da ist der Wachmann weg. Kommt hoffentlich nicht gerade um die Ecke, wenn ich hier bin. Scheinbar eine Sackgasse, dann gehen wir mal wieder raus hier. Kommt er hier rein? Verdammt. Und wieder raus. Uah. Och Manu, der läuft aber ziemlich doof jetzt gerade. Ja, sowas von einer Sackgasse. Gehen wir hier rein. Oh. Das ist ja wieder sehr beeindruckend hier. Große Steinstatue. Das scheint eine Röhre ins Innere der Maschine gewesen zu sein. Viel besser aus. Ach ja, Hauptsache die Optik stimmt. Was ist denn das für ein Trichter? Scheint eine hohe Treppe zu sein. In Trichter gießt man normalerweise Flüssigkeiten. Das ist bestimmt eine Urichalkum-Maschine oder so. Und hier unten kommen die Urichalkum-Kügelchen raus. Da oben kippe ich dann die Lava rein oder irgendwas. Aber jetzt wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich keine Lava habe. Oder irgendwas, was da rein muss. Oder so? Nee. Kann ich nicht bewegen? Kann ich nicht bewegen? Ich könnte auch hier die Tasse dahinstellen. Okay, hier ist dann wohl auch noch nichts. Oh Gott, ich kann mir auch nicht merken, wo welcher Raum war. Komme ich jetzt auch nicht so schnell hin, oder? Nee. Okay, gehe ich erstmal hier in diesen Raum. So, jetzt ist der Typ ganz weg. Jetzt komme ich mal hier hin. Zip. Oh, was ist das? Sieht wie ein Fischkopf aus Stein aus. Kann ich den nehmen? Zack. Seht ihr? Das sieht genauso aus wie das Ding, was bei der Lavapumpe fehlt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Lavapumpe gewesen ist, war das hier. Wobei, ich kann auch vielleicht erstmal hier weiterlaufen. Ich habe ja noch nicht alles gesehen, ne? Ich laufe mal weiter durchs Labyrinth. Da ist nämlich nur ein Fragezeichen. Und hier war ich schon überall? Ne, da auch noch nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Teich. Da kommen die ganzen Krebschen her. Hier muss ein Krabbennest sein. Ach, wie süß. Ich kann die bestimmt mit diesem angematschten Sandwich anlocken. Ein Krabbennest, aber wofür brauche ich Krabben? Das klappt so nicht. Siehst du, irgendwie irgendwas? Die fressen bestimmt hier die Sandwich-Reste. Aber ich weiß noch nicht, wofür das gut sein soll. Krabbel, krabbel. Wo komme ich denn hier hin? Ah, guck mal.
also mehr oder weniger. So, dann gehen wir hier nochmal ins Fragezeichenräumchen. Bip. Oh. Ein Steinbecher. Können wir uns hier mit der Peitsche holen? Da komme ich von hier aus nicht dran. Sieht tief aus. Ich habe auch nichts zum Drüberlegen oder so, oder? Nee. Okay, hier brauche ich also irgendwas, was ich über das Loch legen kann. Okay, der läuft jetzt in dieselbe Richtung, in die ich muss. Ich laufe jetzt einfach mal dahin. Ach, jetzt dreht er wieder um, okay. Von mir aus, dreht er um. Krabbenraum. Ach, wenigstens ist der beschriftet. Ich warte wahrscheinlich nicht lang genug in dem Raum. Ich warte jetzt nochmal 23, 22, 21. Och Mann, der soll abhauen. Blödbirne. Statuenraum. Wenigstens sind die ein bisschen beschriftet. Ah, jetzt ist er weg. Raum, Raum, Raum. Da müssen wir hin. Also man hat hier wirklich nur wenige Pixel, aber man weiß, dass das Indie ist. Ich find's lustig. So, was haben wir hier? Noch ein Krabbenraum. Nein, aber ein Gitterraum. Dann schauen wir mal. Krabbel, krabbel, krabbel. Ach so, ja, richtig.
Okay, also da müssen wir irgendwas reinlegen, was wir jetzt noch nicht haben. Geh da nochmal rein. Oh ja, geh einfach mal ins Wasser. Gut, den Richalkum habe ich nur leider im Moment nicht mehr. Ich muss an der Wache vorbei. Ah, jetzt ist die weg. Da komme ich ja nicht hin. So, hier ist wieder eine Sackgasse. Und dann beende ich diesen Part auch an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr schaut euch auch die nachfolgenden Folgen an. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!